is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Acker ist die Welt. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Als ich im Jahr 1874 in Kalifornien war, wurde mir ein eindrucksvoller Traum gegeben. Ich träumte, dass einige Brüder in Kalifornien eine Beratung abhielten, bei der sie überlegten, wie man während des kommenden Zeitabschnitts am besten arbeiten sollte. Ein junger Mann, den ich in meinen Träumen häufig gesehen hatte, kam in den Ausschuss. Er hörte mit großem Interesse den Worten zu, die gesprochen wurden, und sagte dann freimütig und mit Vollmacht und Zuversicht: Die Städte und Dörfer sind ein Teil des Weinberges des Herrn. Sie müssen die Warnungsbotschaften hören. Der Feind der Wahrheit macht verzweifelte Anstrengungen, um die Leute von der göttlichen Wahrheit zum Irrtum abzuwenden. Ihr sollt an allen Wassern gehen. Vielleicht werdet ihr nicht sofort das Ergebnis eurer Arbeit sehen. Aber das sollte euch nicht entmutigen. Nehmt euch Christus zum Vorbild. Er hatte viele Zuhörer, doch nur wenige folgten ihm nach. Der Bote sagte weiter: Ihr nährt allzu begrenzte Vorstellungen über das Werk für diese Zeit. Ihr versucht, das Werk so zu planen, dass ihr es mit euren Armen auffangen könnt. Ihr müsst euren Blick halten. Euer Licht darf nicht unter einen Eimer oder unter ein Bett gestellt werden, sondern muss auf einen Leuchter, damit er allen im Haus Licht spenden kann. Euer Haus ist die Welt. Viele Länder warten auf das immer fortschreitende Licht, das der Herr für sie hat. Euer Glaube ist begrenzt. Er ist sehr gering. Eure Vorstellung von der Aufgabe muss stark ausgeweitet werden. Geht voran. Gott wird mit großer Kraft wirken, wenn ihr mit Bescheidenheit und Demut vor ihm lebt. Es ist nicht der Glaube, wenn von Unmöglichkeit gesprochen wird. Weil Gott ist nichts unmöglich. Das Licht von den verbindlichen Ansprüchen des Gesetzes Gottes soll die Welt der Prüfungen unterziehen. Die Zeit ist kurz und alle, die dieser Botschaft glauben, sollten eine ernste Verpflichtung fühlen, selbstlose Mitarbeiter zu sein, die ihren Einfluss auf der richtigen Seite geltend machen und sich niemals durch Wort oder Tat gegen die einreihen, welche die Interessen des Wortes Gottes fördern. Das Licht, das Gott uns gegeben hat, ist für die Welt nicht viel wert, es sei denn, man macht es ihr sichtbar. The Lord is coming. Are you ready?